Studentenfilmfestival Europas. Eine Veranstaltung, bei der an 5 Tagen in 8 Sektionen über 90 Filme gezeigt werden. Ein Festival mit einem kontroversen und einem facettenreichen Programm. Es ist ein internationales Get-Together junger Filmemacher, das von vorne bis hinten von den Studenten der Babelsberger Hochschule für Film und Fernsehen organisiert wurde. Die Rede ist natürlich vom Filmfestival Sehsüchte, das hier heute zum 43. Mal stattfindet. Deswegen sind wir für euch in die HFF gefahren und haben uns das mal angesehen. Natürlich, das Herzstück des Festivals sind natürlich die Filmblöcke, die jeden Tag eben zu verschiedenen Zeiten laufen. Und dann haben wir eben drumherum ein tolles Rahmenprogramm. Also es gibt Führungen, wir haben eine Führung zum Beispiel durch die Villenregion hier, durch Babelsberg, die total spannend ist, weil es ein toller Guide macht. Wir haben Workshops, zum Beispiel mit der Ufer Fiction, die erzählen ein bisschen was über das Transmedia Storytelling, was ja immer relevanter wird, auch mit verschiedenen Medien, die man jetzt nutzen kann. Wir haben den wunderbaren Schreibsüchtetag am Sonntag, wo man ja, Live-Vertonung von Drehbüchern hören kann, wo man ein Interview mit Dietrich und Anna Brüggemann hören kann, die nämlich persönlich kommen und ein bisschen über das Drehbuchschreiben erzählen. Die haben ja gerade in Berlinale Bären gewonnen, da freuen wir uns sehr drauf. Es gibt einen Pitch am Sonntag um 12, wo also Filmprojekte gepitcht werden. Und dann gibt es natürlich all die ganzen Abendveranstaltungen. Also wir haben einen Filmquiz am Donnerstagabend, wir haben ein Open-Air-Screening mit Grillen und Live-Musik am Freitag und natürlich die große Sehsüchte-Party am Samstagabend. Ich war in den letzten 4 Jahren war ich schon dabei bei Sehsüchte, also nicht in moderierender Form, sondern beim Kopfkino. Das ist ja im Rahmen von Schreibsüchte ein Programmpunkt, wo Synchronsprecher aus den Wettbewerbsdrehbüchern vorlesen. Und da habe ich mich schon so ein bisschen in das Filmfest verliebt und habe mich immer total gefreut, wenn ich dann wieder ein Jahr gefragt wurde, ob ich es mache und wieder ein Jahr gefragt wurde, ob ich es mache und habe dann auch immer gesagt, könnte ich vielleicht eine Akkreditierung haben? So. Ganz besonders erstmal finde, ist, dass ja tatsächlich wirklich die Studenten, die das hier auf die Beine stellen, komplett ins kalte Wasser eigentlich geschubst werden, weil das Hauptteam besteht ja aus einem ersten Semester und also das finde ich faszinierend und wie professionell das alles abläuft. Also diese ganze, man kommt hier hin, man hat im Kleinen eigentlich das Gefühl, man ist bei einem fetten, großartigen Event, weil alles auch so läuft. Also ich muss sagen, ich bin oft bei anderen Events gewesen, die nicht von Studenten gemacht wurden und da lief nicht so viel so gut. Und dieses, wie es geschafft wird, dass halt die unterschiedlichen Filmemacher aus den verschiedenen Ländern tatsächlich dann auch zusammenfinden. Also durch dieses ganze Rahmenprogramm und die Events, die da so stattfinden, das ist eine coole Sache. Vielleicht grundsätzlich gesagt, wir haben ja wirklich aus allen Bereichen etwas. Also wir haben Langspielfilme, wir haben Kurzspielfilme, wir haben aber auch Animationsfilme oder Musikvideos. Und ich persönlich freue mich, ich bin mehr so die Spielfilmguckerin, ich freue mich total zum Beispiel auf den Film Anderswo, der von Esther Amrami gedreht wurde und von einer Frau erzählt, die zurück in ihre Heimat in Israel geht und da eben ja, ganz spannende Konflikte erlebt. Es kommt Love Stakes, läuft bei uns auch, der gerade für den Deutschen Filmpreis nominiert ist. Da freue ich mich auch besonders auf die Q&A danach, bin gespannt, mal die Filmemacher ein bisschen mitzukriegen und über den Film zu hören. Es gibt einen tollen Film von Barbara Ott, die hat Sunny gedreht, das ist ein mittellanger Spielfilm, der wird, glaube ich, auch sehr lustig. Es gibt eine tolle Doku am Ende der Arbeit zum Beispiel, den habe ich auch noch nicht gesehen, aber da geht es um Leute, die am letzten Tag ihrer Arbeit oder ihres Jobs begleitet werden, bevor sie in Rente gehen. Das ist, glaube ich, auch total spannend. Ja. Ob Freude oder Leid, das wird man dann sehen. Aber wir haben sowieso total viele tolle Dokus auch dieses Jahr im Programm. Und Die Dinge, die ich jetzt gesehen habe, da war ein Film bei, ich stehe sehr auf Dokumentationen, und der hieß Vegas.
Und der hat mich total gepackt. Das war richtig schlimm, weil wir uns um 10 Uhr morgens, glaube ich, das angeguckt haben. Und ich finde das auch immer so schlimm bei der Berlinale, wenn man dann da sitzt und schon so um 9 Uhr so einen heftigen Film gucken muss und dann schon heult, dann bin ich immer schon durch mit den Nerven. Warum war das ein heftiger Film? Was war das für eine Doku? Er fängt eigentlich relativ, man denkt so, oh wow, Las Vegas und so cool, Showbusiness. Und er beschäftigt sich aber eigentlich mehr mit den Leuten, die in Las Vegas scheitern. Mhm. Also es geht in erster Linie um einen relativ jungen Mann, der erzählt, er sei irgendwann nach Las Vegas gekommen, hätte dort sein ganzes Geld verloren. Und der lebt jetzt in so einem Kanal unter der Stadt, obdachlos. Und das ist so die Hauptfigur in der Dokumentation. Das ist eigentlich ganz cool. Dicke Brillengläser, linke Bein, Heimkind. Nein. Hast gestunken? Warst du der Langsamste? Bist du Legastheniker? Pummelig war ich. Ich war pummelig. Pummelig? Pummelig oder dicklich? Ja, schon ziemlich dicklich. Fett. Du warst eine fette Sau. Du warst eine schwabbelige, fette Sau. Also ich war ziemlich dick auf jeden Fall. Ihr habt auch jedes Jahr eine Sektion, bei dem es einen bestimmten Fokus gibt. Dieses Jahr ist das Transit. Genau, erzähl doch mal, worum es da geht und was für Filme da gezeigt werden. Transit ist so ein bisschen die Idee dieses Jahr zu sagen, okay, Grenzen überschreiten, Verwandlung, Transformation, das alles irgendwie in Filmen widerspiegeln zu lassen. Und ich muss zugeben, aus diesem Blog habe ich tatsächlich noch keinen Film gesehen und unser Programmteam kennt sich da mal besser aus. Aber ich glaube zum Beispiel, dass Auschwitz on My Mind da gezeigt wird. Das ist auch ein ganz spannender Spielfilm, der trotz dieses doch schwerwiegenden Titels eigentlich eine Liebesgeschichte ist und auch sehr schön ist. Es gibt den Film Boy, da geht es um eine Person, die sich in ihrem eigenen Körper nicht wohlfühlt und dann eben so diese Transgender-Fragen diskutiert werden. Und ja, also da gibt es auch ganz viel zu entdecken. Wir haben aber auch das Thema tatsächlich in unserer HFF selber umgesetzt. Also das ganze Thema des Festivals wurde im Design dann auch gezeigt und wir haben die HFF zu einem Flughafen umgebaut, der jetzt also einen magentafarbenen Teppich hat und die Eintrittskarten sind richtig geile Flugtickets geworden und man kann dann auf der Anzeigentafel sehen, welche Filme als nächstes laufen. Also es macht auch total Spaß, weil das Motto sich durchzieht. Was macht denn für dich persönlich Sehsüchte als Festival aus? Ich glaube, Sehsüchte ist ein Festival, wo einfach total nahbar alles miteinander passiert, untereinander und durcheinander und das aber irgendwie eine ganz, ganz herzliche Atmosphäre ist und man sich wirklich sehr, sehr viel austauschen kann und es nicht so ist wie bei großen Festivals, dass es sich verläuft, dass man in Filme nicht reinkommt, dass man mit den Filmemachern nicht reden kann, sondern dass eben, da ist die Q&A und danach kannst du dich bei einem Bier irgendwie in die Lounge setzen und mit den Leuten weiterreden und vielleicht irgendwie Ideen diskutieren, vielleicht ein Projekt anstoßen oder einfach mal sich ja auch die Hochschule angucken und gemeinsam so ein bisschen da rumchillen. Das ist, also ich finde, es ist einfach, man kann hier einfach leben so gemeinsam und Film leben und das macht total Spaß. Spaß hatte auch die Jury bei der Arbeit. Wie genau die aussah, erzählt uns jetzt einfach Martin Rother selbst, denn er war Kurzfilmjuror. Also als erstes gucke ich mal, also ich lasse mich drauf ein, sowieso, und dann gucke ich als erstes, ob er mich emotional berührt, ob er mich mitnimmt, ob es mich wirklich reinzieht, ob dann Sog für mich da ist oder manchmal ist es ja so, dass ich, da gucke ich dann, wie ist der Schauspieler, wie ist die Kamera, wie ist das und wie ist jenes, wie ist der Schnitt und so. Aber da merke ich dann, dass ich ja sofort mit dem Gedanken wo komplett woanders bin und gar nicht bei der Geschichte. Und das finde ich auch sehr ausschlaggebend, dass es so einen insgesamten Sog für mich gibt, wo ich alles andere vergessen kann. Und ich würde auch gerne viel, 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 viel mehr Filme sehen das letzte Mal. Und ja, also diesmal waren es 14. Mhm. Und wir am Ende saßen wir da und dachten, schon vorbei, könnte noch weitergehen. Zuschauer, so langsam aber sicher neigt sich unser kleines Feature über den Eröffnungstag des Sehsüchte Filmfestivals einem Ende zu. Genauso wie der Eröffnungstag selbst, der sich so langsam aber sicher aus den Kinosälen hier an die Bar verlagert hat. Das heißt für mich, euch jetzt nochmal darauf hinzuweisen, dass es diesen Beitrag wie immer auf unserem YouTube-Channel gibt. Ja, und damit sage ich Tschüss und machen Abflug.